Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ranch Sim zusammen mit dem Leon. Servus. In der letzten Folge haben wir was gemacht, das kannst du ja einmal ganz schnell du erzählen, denn ich muss hier das Holz aufladen. Ja, also wir haben halt hier so einen größeren Stall gebaut, haben noch gewisse andere Sachen gemacht. Genau, und was wir jetzt noch gemacht haben, ist schnell offscreen. Wir haben den Hühnerstall schnell fertig geballert. Da sind jetzt auch die Hühner schon drin. Hier bauen wir jetzt aktuell noch einen Zaun. Wir haben das Objekt, was wir hier hatten, haben wir jetzt weggeballert. Dafür haben wir jetzt hier den Zaun wieder hingemacht. Da kommen dann unsere Zicken rein. Die haben Genau. dann hier noch so ein klein, die haben dann hier noch so ein kleines Außengehege bekommen. Oder werden sie noch bekommen? Die haben wir aktuell in der Garage, weil wir hier alles weggeballert haben. Denn hier soll jetzt dann auf Dauer ein großes Gewächshaus hin. Das werde ich mit euch jetzt mal platzieren und studieren, weil das ist wirklich eine Kunst für sich. Das Ding hier irgendwo hinzuballern. Ja, da freue ich mich schon auf das Gewächshaus. Holzfundament wird auf dem Boden platziert, um dein Gebäude zu tragen. Ganz kurz weg. Muss ich das jetzt wirklich bauen? Das ist ja mal Kacke. Aber könnte durchaus sein. Aber wir können das mal ausprobieren. Ja, okay. Okay. Wir müssen wirklich so ein Ding hier bauen. Ah, das ist ja dumm. Egal. So, dann bauen wir das jetzt einmal hier so hin. Zack. Steht hier das Ding im Weg. War ja klar. So. Hä, was ist denn hier im Weg? Hier ist doch nichts im Weg. So, ich war ganz kurz weg. Ja. Ich muss jetzt leider ein so ein Beet hier wegreißen, sonst kann ich das hier nicht hinbauen. Naja, ist ja nicht schlimm, Als alles eine gut. Melo. Eine Melone musste jetzt leider ansehen. Weil ich muss hier leider so ein fettes Fundament hinballern. Wieso geht denn das jetzt nicht? So, warte, ich muss ganz kurz mein Licht einschalten. Ja, instabiles Netzwerk, das sagt er jedes Mal. Oh nein. Habe ich wirklich instabiles Netzwerk? Mein Licht Also kann. ich höre dich noch. Nein, nein, ich meine am Handy, der, ich kann mein Licht nicht mehr anschalten. Ah doch, jetzt ging es gerade an. Was ein Obster, Alter. Ah, Was warte, ein warte. Obster. Jetzt blinkt das. Hä? Wieso kann ich denn. Oh! Ah, jetzt ist es Wieso kann ich an. denn das hier nicht hinplacen? Was ist denn das für eine Gagge Jetzt ist mein Licht auch wieder an. hier? Perfekt. Wieso? Mann, wieso kann ich denn jetzt hier keine. Pla also, baller mal alles wieder weg. Versuchen das Ding erstmal hier hinzubauen. Zack. Zack. Zack, 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 zack. Ja, das reicht erstmal, würde ich sagen. Dann bauen wir jetzt hier eine Gebäudewand hin. Zack. Warte mal. Ja, doch, Gewächshauswand. Was anderes gibt es ja gar nicht, ne? Ja, genau. Perfekt. Ah ja, Zack. und nochmal was Kleines an die Zack. Zuschauer. Falls ihr wisst, Zack. cooles Zack. Multiplayer-Game, was jetzt nicht arg teuer ist, also muss halt aber auch wirklich gut sein, nicht irgendwie so ein Billo-Game von, keine Ahnung, Firma XY aus China. Firma XY aus China. Das hat er jetzt nicht wirklich gedroppt. Ja, ich weiß, viele Spieleentwickler sitzen zwar in China, aber es gibt halt diese Multiplayer-Spiele, die halt dann, ja, es gibt halt Spiele, die einfach scheiße sind. Ein gutes Spiel, falls ihr Ja, gut. irgendwas kennt, es gibt ja mehrere Spiele, schreibt uns das einfach mal in die Kommentare. Und wie gesagt, ja, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Genau, Weil du dumm bist. ich mach mal meinen Community-Tab eine Abstimmung rein, weil ich und Leon haben uns schon überlegt, Alter, ich und Leon haben uns schon überlegt, was wir sonst noch zocken könnten. Einmal Bausimulator war's. Euro Truck Simulator, Bus Simulator. Das war's, oder? Bis jetzt erstmal ja. Ja. Und LS irgendwann vielleicht Ja, mal. safe, aber das spielen wir in die Ellebacht raus. Der, ich So. hab an Guck mal, Weihnachten. Alex. Ja. Alex. Guck mal, ich habe das Ganze jetzt nochmal um eins verlängert. Das war eigentlich davor zwei. Habe ich aber deswegen gemacht, weil sonst hätten wir hier eine Tür gehabt und hier eine Wand. Und so haben wir die Tür jetzt aber in der Mitte und haben außen zwei Wände. Übrigens brauchen wir hier Glas, also es wird teuer. Okay. Dann brauchen wir noch eine Gewächshaus. Oh, vor allem, da brauchen wir überall Glas. Zum Glück brauchen wir nicht so extremst viel Glas.
Aber wir brauchen trotzdem Glas, das ist halt bodenlos, ne? So, jetzt ist halt die Frage, okay, dann bauen wir hier jetzt erstmal so ein Dreiecksdach. Kann ich das hier überhaupt draufballern? Ja, doch, müsste gehen. Jo, fuck. Ich glaube, das wird nix. Ja, nee, warte mal, das müssen wir anders bauen. Nix, alles gut. Passt. Ich kann hier kein Dreiecksdach drauf bauen, dafür ist das Dach ein bisschen zu breit. Da müssen wir jetzt sowas hier bauen. Genau, so einmal einen rechten Flügel und einmal einen linken Flügel. Genau, das Ganze bauen wir dann auf die Seite noch. Ich hoffe, das ist euch jetzt nicht zu langweilig, Leute. Normalerweise machen wir sowas immer offscreen, aber wir haben uns jetzt mal so gedacht, wir machen sowas jetzt auch mal on-cam, weil sonst sagen vielleicht viele, wir cheaten irgendwie oder wir bauen irgendwas, was keinen Sinn ergibt oder. Aber nee, das ist so natürlich jetzt nicht der Fall. Also wir versuchen uns da schon so möglichst viel Mühe zu geben, aber wir denken uns halt immer so, es ist halt, wir sehen das ja selber oft auf YouTube, es ist halt oft doch sehr langweilig, wenn man dann halt immer so langweilige Sachen macht, deswegen. Ah ja, du hast es cool beschrieben. Es ist sehr langweilig, wenn man langweilige Sachen macht. Nee, sehr geile Beschreibung Nein. Auf jeden Fall. Ach, ihr wisst, was ich meine. Der Typ hat manchmal nicht mehr alle Latten im Schrank. Geht's noch? Ja, ist so. Ja gut, vielleicht stimmt das auch. Das stimmt nicht nur vielleicht, das stimmt immer. Weißt du, was das eigentlich für ein fettes Gewächshaus wird, Alter? Das wird bodenlos. Brauchst du eigentlich noch ein Auto? Ich brauch Holz. Nee, ich wollte aber fragen, ob du ein Auto brauchst. Warum brauche ich ein Auto? Na, ich wollte nur mal fragen. Hä? Na, ich wollte nur fragen. Ja, wo jetzt? Im echten Leben oder im Game? Nee, im echten Leben. Ich hab ein Auto, ein nagelneues. Du, ich könnte mir ein BMW mit Getriebeschaden anbieten. Ah, nee, BMW. Also ein Kumpel von mir will sich ein BMW kaufen. Ein Dreier. Ja, soll er auf jeden Fall machen. Er muss nur beim E36 aufpassen, Rost. Gut, aber BMW, da kannst du, die können halt auch 300.000 Kilometer drauf haben, aber sind halt noch in Ordnung. Was ist so ungefähr das Budget, was er ausgeben kann, weißt du das? Ich finde auch geil, dass wir das in der Folge klären, Digga. Dass wir das in so einer Folge klären, das könnten wir eigentlich auch privat klären, Digga. Das, was mal wieder kommt. So. Ey, Alter. Alex, schau dir mal dieses Gewächshaus an, Junge. Was ist das für ein Monster? Na, jetzt hört man es vielleicht in meiner Folge, dass der Motorrad so hoch tönt. Das ist es, wenn gerade der Hybrid-Dingens aufgeladen wird. Genau. Alter, was ist das für ein fucking Monster, Digga? So, und da muss man einmal aussteigen. Das Auto muss dann auch einmal abgeschlossen werden. Genau. Die Karre läuft weiter, obwohl ich ausgestiegen bin. Wow. Ey, ne, ich hätte nicht gedacht, dass das so mächtig wird, aber es ist halt so, man muss halt dann in der Mitte nochmal eine normale Wand durchziehen, weil man ja nur diese Seitendinger hat und dann musst du oben noch ein Dreiecksdach draufklappen. Alter, Junge, ist das ein Monster. Digga, die Karre ist kaputt. Alter! Ich bin innen, V. Nee, hä? Ah doch, V. Ganz nein. Lange V drücken. Oh, lol. Alter, schau dir diesen Klopper an, Digga. Digga, das ist ja größer als unser Haus. Ja, aber guck mal, Alex, ich konnte es anders nicht bauen, weil ich musste hier diese Seitengiebel bauen. Da musste ich nein, aber noch ist, eine Vollwand nein, bauen gut, und oben. Alles gut, ich finde das ja geil, dass das so groß ist. Weil auch so Treppen. Guck mal, Alex, ich hätte jetzt theoretisch gesehen. Ja. Ich hätte jetzt theoretisch gesehen, hätte ich auch, ich wollte es ja erst zwei breit bauen, also nur mit zwei Plattformen, aber dann wäre die Tür hier oder hier gewesen und da wäre nur eine Wand gewesen. Ich finde es halt schöner, wenn die Tür halt in der Mitte ist. Ne? Ich habe hier mal eine Treppe hingebaut. Alter, weißt du, wie viel wir jetzt brauchen? Das wird jetzt richtig bodenlos. Ja, ich würde aber ganz gerne erstmal den Zaun hinbauen, dass unsere Tiere nicht verrecken. Nur das Problem ist, dass unser Auto gerade kaputt ist. Oh mein Gott, das läuft immer noch und es fährt nicht mehr. Oh, ist es vielleicht leer? Nein, wir sind noch nicht im roten Bereich, aber kurz davor. Ich wollte aber nur mal sagen, dass der Zaun fertig ist. Der Zaun ist fertig? Der Zaun ist fertig.
Na gut, jetzt müssen wir dann nur noch Futtertröge reinballern. Boah, Junge, das große. Kannst du einmal mitkommen? Warte. Lass mich kurz erstmal bitte ganz kurz die Futtertröge bauen. Ja, wie kann das passieren, dass man jedes Mal diese scheiß Karre kaputt geht? Weil ich ja, weil du auffährst wie ein gesenkter Henker, Digga. Ich kann die halt nicht mal mehr ausschalten. Ein gesenkter, ne? Henker, das ist geil. Ey, ich baue direkt mal einen großen Futterdruck und großen Wasserdruck, ne? Ja. Hallo? Ja. Ach so, warte mal, wir haben hier unseren Käse noch. Quarats Käse noch. Übrigens müssen wir fürs nächste, habe ich glaube ich schon gesagt, eine Weißschimmel kaufen. Ja. So, für den nächsten Käse. Genau, für den nächsten Käse, ja. So, ich hau mal die Bienenwaben wieder rein. Die sind nämlich voll. Also leer. Also sie... Mann, sie sind leer und ich hau sie jetzt wieder in dieses Bienending rein. So wollte ich sagen. So. Dann hauen wir jetzt hier mal kurz den Schwarzkelia wieder rein. Oh, die zwei Käse sind schon fertig. Geil. Aber wir lassen die anderen zwei Käse jetzt auch erstmal kurz durchreifen. Können wir die gemeinsam verkaufen? Ach, naja, was mache ich eigentlich gerade? Ich bin eine Kraft. Genau. Ah, versuch dir mal mit dem auch. Die kannst du gleich mal in den Futtertrog reinballern. Hä, bei mir war das Auto aus. Oh nein, dann packt's einfach. Also ich kann fahren. Na gut, dann packt's einfach nur bei mir, Digga. Internet wieder on point, wa? Mach mal aus. Na, jetzt ist die bei mir auch aus, die Karre. Jetzt kann ich auch wieder damit fahren. Nimm mal die Hölzer. Ja, lass doch die Karre stehen jetzt. Ja, ich muss tanken fahren. Oh. Ja, ja, warte. Ich hoffe, die Bretter reichen jetzt für den Futterdruck und das. Weil ich möchte, bevor wir schlafen gehen, würde ich das nämlich schon noch gerne fertig bauen, dass sie zumindest mal Wasser haben. Achso, kannst du vielleicht währenddessen noch schnell zum Laden fahren und mal gucken, ob du da noch schnell einen Sack Weizen herkriegst? Ja, safe. Weil sonst haben wir kein Weizen. Also leben tun sie auf jeden Fall noch. Ja, das schon, aber ich weiß halt nicht, ob die das so geil finden, wenn die jetzt heute nicht nochmal hier Wasser kriegen, ne? Naja. Beziehungsweise Futter. Futter, nicht Wasser. Futter. So, wir machen hier mal ein bisschen Festtagsbeleuchtung an, damit die in der Nacht hier auch zurechtfinden. Immer ganz, ganz wichtig, Leute. Den Tieren soll es ja gut gehen. Mhm. Jetzt geht's ja bei uns immer safe. Ja, bei mir gewittert sich schon wieder. Okay. Ich hatte gerade schon ganz kurz mal wieder. Ja, bei mir auch. Ich hatte schon wieder ganz kurz Angst, dass die Dinger nicht funktionieren hier. Aber es hat tatsächlich funktioniert. Fast also. Warte mal, wo ist denn jetzt dieser Kackkübel hin? Ich glaube, ich bin gerade noch rechtzeitig gekommen. Echt? Ja, um 21 macht die doch zu. Weil... Und ich bin um 20.59 Uhr bin ich rein. Ah, oh, perfekt. Ach, da ist der Eimer. Ich brauch Wasser. Wasser. Ich find's auch einfach geil, Digga, dass das Wasser, wenn man da mit der Taschenlampe runterglüht, oder runterballert, Ja. Ich habe ein Problem. Welches? Ich habe den Eimer hier gerade an den Brunnen gehangen. Der Eimer ist jetzt weg. Und ich kann den Brunnen nicht hochdrehen. Oh mein Gott. Ah, doch, jetzt. Doch, jetzt, passt alles gut. Aber es ging am Anfang wirklich nicht. Es ging am Anfang halt wirklich nicht. Ich hab hier auch gerade so ein ganz kleines Problem. Du hast immer Probleme. Funktioniert schon. So, kurbeln. Perfecto, Militracias.
Boah, jetzt müssen wir da 3 Kübel Wasser reinknallen, weil 3 mal 7 sind 21. Naja, ich kann rechnen. Glaubt mir nicht jeder, aber ist so. Nein, Spaß, das müsste eigentlich jeder können. Wobei mir aber auch manchmal aufgefallen ist, dass ich manchmal auch einfach so lost bin und einfach die einfachsten Rechnungsaufgaben vergesse im Alltag. Weil man halt einfach im Alltag eher mehr den Taschenrechner benutzt als Kopfrechner, ne? Ja, weißt du, was ich letztens gemacht habe? Nee, ich glaube, ich will es auch gar nicht wissen. Nee, letztens war beim Handy beim Laden und ich war aber noch im Bett gelegen und dann war mir langweilig. Dann habe ich einfach Kopf gerechnet. Wow. Ich konnte es, sonst konnte ich das nie wirklich, diese ganzen Aufgaben, die ich da gerechnet habe. Digga, auf einmal konnte ich die. Ganze Schullaufbahn nie irgendwas gekonnt. Kannst du vielleicht auf dem Weg gleich nochmal ein paar Baumstämme mitbringen, weil wir brauchen 15. Ja. 15 Holz. Kann ich 15 machen. Bretter noch. Soll ich die kaufen? Nein, halt einfach bei uns auf dem Hof dann direkt ein paar vorne wegballern. Oh nein. Ah ne, doch, oh, ich dachte gerade schon. Ich dachte schon, die wären tot, aber ich schlafen die einfach nur. Ja, das habe ich auch kurz gedacht, aber nee. Na, weil ich muss nur einmal, ich muss unseren Buggy aus der Garage holen, weil ich habe den ja da so ein bisschen geparkt. Weil das Auto so, jetzt mein komplett im Arsch ist. Das springt jetzt nicht mal mehr ab. Ey, du bist doch so ein Trottel. Wo ist das Auto? Komm mit. Ich bin gerade durch die halbe Map gelaufen. Wetten, oh. Bei mir geht's wieder? Ja, das glaube ich sogar wirklich. Nee, ich weiß, irgendwie backt das so ein bisschen. Vielleicht muss ich wirklich einmal rausscheuen und wieder reinscheuen. Ja gut, für die 2 Folgen reicht's jetzt, glaube ich, noch. Ja, was willst, oder? Was willst die Alexa schon wieder von mir? Meine Fresse! By the way, also by the way ist es auch so, ne? Falls ihr uns jetzt unter der Montagsfolge schreibt, wir werden das zwar sehen, werden das aber erst nächste Woche umsetzen können, da wir alle Folgen am Stück aufnehmen. Genau. Heißt? Hauptsache lässt schon wieder Festtagsbeleuchtung an der Pisskopf. Also bei mir ist die Karre ja auch fast leer. Ja, deswegen wollte ich jetzt zur Tankstelle fahren. Tankstelle. Du hättest auch gleich alle 3 Kanister mitnehmen können, weil die waren auch fast alle leer. Ja gut, das mache ich dann später irgendwann mal. Quiratschkelia. Ey, das mit den Scheiben fuckt mich ja richtig ab, Alter. Das schaut so scheiße aus. Wann muss ich hier hoch für die Tankstelle? Boots, 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 boots. Der Radio ist Legende. Ich finde es auch geil, dass man bei dem Auto einfach den Radio gar nicht mehr einbauen musste. Oder hast du den nachträglich eingebaut? Nee, den habe ich nicht eingebaut. Ich habe an dem Auto nichts gemacht. Bin falsch gefahren? Für was ist ein Rasensprinkler gut? Ha? Oh Junge, es gibt ja einen Rasensprinkler. Meinst du, wir sollten uns so einen kaufen für das Gewächshaus? Boah, weiß ich nicht, ob der im Gewächshaus was bringt. Also ja, kannst ja mal einen mitnehmen, aber ich weiß nicht, ob ja, kostet 25, der ist jetzt nicht die Welt. Ja, nimm halt mal einen mit. Ja, mach ich mal austesten. Aber ich glaube, der ist eher für die großen Felder gedacht, aber weiß ich jetzt nicht. Ja, brauchen wir ja sonst trotzdem irgendwann mal. Ich finde es halt ein bisschen schade bei dem Game, dass da halt nirgendwo eine Beschreibung dran steht, für was man das genau brauchen könnte oder so. Das wäre halt noch geil, weißt du, wie jetzt im LS oder so, da würde jetzt zum Beispiel auch dran stehen, für was der Komposter gut ist. Ja. Und, weißt du? Stimmt, den wollten wir auch mal irgendwann mal kaufen. Hier läuft zwar gerade ein Reh, aber ich habe jetzt keinen Bock auszusteigen. Wow, perfekt, Digga. Weißt du, was morgen legendär wird, Alter? Was denn? Morgen können wir Käse verkaufen, bis wir tot umfallen. Ja. Das stimmt wohl.
Ah, Digga, auf unserem Hof steht einfach ein Hirsch. Ja, dann hauen weg. Ja, aber der ist jetzt in den Wald reingerannt. Wo ist er denn jetzt? Ach, hier. Du bleibst jetzt mal stehen. Hallo, ich hab gesagt, stehen bleiben. Ach so, hast du den Weizensack und das noch mitgenommen? Ja, ich habe gleich 3 Weizensack gekauft. Okay, perfekt. Ja, du meinst auch, dass ich Ja, zu doof genau. bin und dann wieder einfach zum Hof fahre, oder? Ohne was mitnehmen. Keine Ahnung. Bei mir steht hier auch ein Hirsch. Boah, Alter, mit dem Gewehr brauchen wir nur noch einen einzigen Schuss, dann ist er dead, Habe ne? ich doch gesagt, ich habe doch den Bär auch mit einem Schuss geschossen. Der, jetzt bin ich zu doof zum Den Zielen, Bär? weil der auch die ganze Zeit rumläuft wie so ein Hampelmann. Du meinst den Hirsch, nicht den Bär. Ja, ich habe einen Hirsch doch auch, einen Bären habe ich mit einem Schuss abgeschossen. Keine Ahnung. Mit dem Gewehr. So. Ja, okay, das Auto steht wieder im Genau. Buchs der Hunde drüben. Bin ich gerade an unserer Hofeinfahrt gefahren? Ich glaube ja. So, genau. Nee, aber was tatsächlich so der Fall ist, wir müssen halt mal Bleib mal gucken. bei unserer Hofeinfahrt so ein bisschen da stehen, im Wald steht, ist ein Hirsch schon, den können wir gleich in die Kühlbox reinmachen. Ah, da kommt er eh. Bleib mal hier stehen, wo du gerade bist. Hier irgendwo, wo habe ich denn umgelegt? Ja, bin ich jetzt doof? By the way, also wir haben jetzt Fahr mal weiter 21 hinter. Minuten aktuell gebraucht, Ja, ne? weiß ich. Fahr mal weiter hinter. Ja, aber nicht, dass wir jetzt hier immer 30-minütige Folgen machen, weil eigentlich sollen die ja bloß 25 Minuten sein. Wo soll Ja. ich hin? Oh, Junge, weiter hinter. Ja, komm hier. Da. Wo stehst du denn? Ach, da Ja, hier vor hinten. dir. Ja, nein, Digga, bei mir ist das so, bei mir ploppt dein Name erst übel spät auf. Okay. Du stehst mit dem Auto unter einem, ne? Über einem. Digga, hier stand doch Nicht gerade noch wirklich, der eins. ist rechts. Ach Da da. ist er rechts! Oh, blind wie ein Thunfisch, Alter. Nimm mich mal mit nach vorne. Bin zu voll zum Du Laufen. faule Sau. Alter, hast du gerade diesen Stunt gesehen, Digga? Ja, den habe ich gesehen. Achso, wir brauchen by the way noch Holz. Für den Futtertrog. Und zwar insgesamt 15 Bretter. Okay. Ja, das Gewächshaus morgen wird bodenlos. Vor allem, wir brauchen halt nur Holz Oh und mein Glas. Gott, wir brauchen bei diesen Dingens hier, bei diesem Wasserstrahler, so ein Gewächshaus in der Nähe. Ja, dann lege ich das dabei. Wo lege ich denn das hin? Komm, legen wir das einfach hier. Ja, ach was! Was meinst du, was wir da bauen? Naja, wollen wir mal die Ziegen nach vorne holen, dass sie wenigstens schon mal nach vorne. Ja, obwohl, warte, wir haben noch keinen Futterdruck. Warte, lass hier einfach mal schnell einen Baum fällen. Deswegen wollte ich ja sagen. Ja, aber da kommen doch nie im Leben 15 Bretter raus. Ja, dann, ja, egal. Schnell, schnell machen. Ich glaube, wir brauchen heute gar nicht mehr schlafen, Alter. Ich glaube, bis wir hier fertig sind, ist wahrscheinlich die Nacht schon wieder zu Ende. By the way, morgen müssen wir mal alle, hier, wie heißen die Scheiße? Alle. Oh, ein Wolfen, Wolfen, Ah! Wolfen, Wolfen, Wolf. Bedinger hier wieder voll machen, ne? Alle Benzinkanister Digga, wieder hier voll war gerade machen. wieder ein Wolf auf unserem Hof. Okay. Der hat mich sogar angegriffen, ja. Respekt. Ja. Da vorne liegt das Nee, Fleisch. aber wir müssen dann morgen unbedingt, also am nächsten Tag dann unbedingt wieder Ja. die ganzen Benzinkanister voll machen, weil die Sägen sind auch bald alle wieder relativ leer. Ja, warte, ich bekomme hier gerade eine Meldung rein. Ja, ich habe hier gerade eine Meldung reinbekommen, dass unsere Sendung jetzt auch schon wieder vorbei ist. Genau. Dann würde ich sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Schaut bei Leon vorbei, der ist ganz, nicht ganz unten in der Videobeschreibung, aber er ist in der Mitte der Videobeschreibung.
Ganz unten, Digga, ja, genau. Ganz unten ist dein Podcast drin, ne? Ja. Ja, moin. Also, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da, kommentiert sehr viel wegen dem Algorithmus, abonniert natürlich auch beide Channels. Bis zum nächsten Mal, ciao. Tschüss.